Herzlich willkommen beim nettesten Meinungsblogger der Welt und auch herzlich willkommen zur täglichen Dosis Trash. Hier gibt es täglich neue Videos zu trashigen Themen. Und diesmal geht es nochmal um unsere beste Freundin Aline Bachmann und auch um Aicha, die jetzt über Aline Bachmann, KuchenTV, Jasnero und auch ein wenig über mich in ihrem Livestream gesprochen hat. Und um auch ihre Seite nochmal aufzuzeigen, werde ich euch das jetzt hier in Auszügen zeigen. Also der komplette Livestream geht so 23 Minuten. Den könnt ihr euch selber bei Aicha dann anschauen, wenn ihr wollt. Der ist bislang noch online. Ich werde euch jetzt zu 11 Minuten zeigen, weil dann wird es so ein bisschen privater und intimer. Und man merkt doch, ihr geht es jetzt wirklich nicht gut. Und deswegen zeige ich euch jetzt so den ersten Part, wo es auch um die Themen geht. Und den Rest könnt ihr euch gerne bei ihr anschauen. Und wenn ihr schreibt, bitte nur liebe Nachrichten. Ja, es gibt Dinge, die sind wichtiger als jetzt unser YouTube-Blödsinn hier. Ja, also ich wünsche ihr auch nochmal alles Liebe und Gute, eine schnelle Genesung und einfach, ja, gute Besserung. Und auch nochmal ein ganz großes Lob an deinen Mann, der ein wahrer Löwe ist und die ganzen Monate und ja, die ganze Krankheit schon an deiner Seite ist. Das ist wirklich heftig. Also gerade in der zweiten Hälfte merkt man auch, wie sehr, sehr er sich um sie kümmert und ja auch immer da ist. Das erfordert sehr viel Courage, sehr viel Liebe, sehr viel Kraft. Das ist nämlich nicht nur immer für den Erkrankten schwierig, sondern halt auch für die Leute drumherum. Deswegen wollte ich das hier nochmal mit reinnehmen. Das fand ich wirklich unfassbar bewundernswert, wie er da zur Seite steht, der Aicha. Ja. Und ich möchte noch mal kurz was sagen. Mir ging es nie darum, dass jetzt dann wie 500 Euro eingefroren waren, was eigentlich schon seit November, Dezember vollkommen klar ist. Also ich verstehe auch nicht, warum Aline Bachmann jetzt eine Aicha da nervt, bis sie sich da mehrfach im Livestream und auch jetzt privat zu äußert zu dem ganzen Thema. Ich glaube, die hat gerade ganz andere Sorgen. Das ist nämlich auch eine Aline Bachmann persönlich übel. Aber da werden halt wieder so ein paar Sachen so ein bisschen vertauscht. Oder ja, das nehme ich der Aicha jetzt aber auch nicht übel. Es geht wirklich eigentlich nur darum. Und eine Aline Bachmann scheint das auch nicht zu verstanden zu haben. Also nochmal wiederholt, es ging mir immer nur darum, wie Aicha behandelt wurde. Und das kommt hier in dieser Passage auch drin vor, ja, dass es überhaupt nicht ging, wie Aline Bachmann mit Aicha umgegangen ist. Um diese Spendensammelgeschichte ging es nur am Rande. Ja? Und dass das Geld dort eingefroren ist, ist ja gut und schön. Aber das Drumherum war halt überhaupt nicht in Ordnung. Und das, was jetzt halt auch die letzten Tage wieder passiert ist, ist auch nicht in Ordnung. Jetzt so eine schwerkranke Frau da abzunerven, finde ich persönlich äußerst verwerflich. Ich zeige euch jetzt einfach komplett so 10, 11 Minuten von dem Live von Aicha, wo sie auch die wichtigsten Sachen anspricht. Wie gesagt, wenn ihr ihr schreibt, nur liebe Sachen, ja, es gibt wichtigere Sachen als den ganzen Bachmann-Blödsinn. Das möchte ich auch nochmal mit anmerken, auch wenn ich natürlich auch so ein bisschen involviert war und wie gesagt, sie sagt auch zu mir dann nochmal ein paar liebe Worte in dem Stream. Grüße gehen auf jeden Fall raus. Mir war es jetzt nochmal wichtig, das jetzt euch auch zu zeigen. Aber ich möchte dann das Thema auch erstmal für mich so fürs Erste beenden. Aicha kann jederzeit zu mir kommen, wenn irgendwas ist. Aber ich möchte jetzt auch auf jeden Fall das Thema erstmal hiermit dann beenden, weil wir genug andere Themen rund um Aline Bachmann haben, die jetzt auch gerade sehr präsent sind. Aber schaut jetzt erstmal selbst rein, was die gute Aicha zu sagen hat. Und ich bin gespannt auf euer Feedback in den Kommentaren. Sorry Leute, ich musste kurz pausieren, weil ich mich übergeben musste. Mir ist immer noch schlecht. Das ist mir alles ein bisschen noch viel. Also nochmal zum Punkt zurück. KuchenTV und Jasnero haben mir geholfen. Und dafür bin ich denen in dem Moment auch dankbar. Jedoch haben sie eine Aussage falsch gemacht, und zwar, dass sie mein Geld geklaut hat. Aline war ja damals wegen dieser Fernsehsendung auch im Krankenhaus und deswegen konnte sie sich nicht drum kümmern. Sie hätte mich nicht beleidigen dürfen, sie hätte mich auch nicht bedrohen dürfen, ja. Und sie hat sich auch bei mir entschuldigt. Aber
Sie hat nicht mein Geld gestohlen. Das Konto wurde gesperrt. Warum es gesperrt worden ist, kann ich euch sagen. A. Zu viele Hater, schaut mal, wie ich titter. B. Also diese Hater haben dann halt so gesagt, das Konto gesperrt. Weil sie so zu viele gemeldet haben. Quäl dich doch nicht ab, um dich zu rechtfertigen, ruh dich aus. Nein, weil ich habe eine Anzeige bekommen und ich möchte nicht eine Lüge darstellen. Lass die Leute denken, was sie wollen, Aicha. Scheiß drauf, du musst dich nicht rechtfertigen. Ihr seid süß, aber damit es jeder weiß, sie hat ihr Konto nicht genommen. Diese 565 Euro machen sie nicht reich. Die 555. Ich schau mal, ich bin nicht mal richtig da. Italien, ja, sie hatte zwar ein Handy, aber sie war doch fix und fertig wegen dieser Show da. Einer hat geschrieben, bist du im Krankenhaus oder zu Hause? Ich bin zu Hause. Schatz, hilfst du mir, meine Füße hochzutun, bitte? Ich schaff das nicht selber. Ja. Warum hast du die Anzeige bekommen und von wem? Ich habe von Alina die Anzeige bekommen wegen der Lüge. Dann habe ich Alina angelogen und habe ihr auch ich habe die Anzeige wegen Alina bekommen. Die aber nicht von Aline, wegen Aline. Wegen Aline? Weil sie angezeigt wurde von einem Unbekannten. Echt? Stand drauf. Die Angeklagte war Aline bei der Anzeige. Ja, und du hast praktisch nur als Zeugin das deine Sicht und deine Aussage machen müssen. Habt ihr es verstanden? Wartet mal ganz kurz, ich lasse mich kurz hinlegen. Ja, du warst nicht der Angeklagte. Aline war der Angeklagte und du warst nur Zeuge. Ich glaube, es ist noch alles da. Schatz, kannst du mir die Fächer geben? Ich Fächer sofort, okay? Machst du ganz kurz? Ja, wieder. Ich habe nur so ein ganz kleines Stückchen. Okay. Du solltest dich aussuchen. Ja, Leute, aber es lässt mich nicht in Ruhe. Das ist alles so unwichtig. Du musst dich um deine Gesundheit und um dich kümmern. Ja, Leute, aber ich wollte nur, dass ihr es nochmal wissen. Also, das Problem war, als Aline mir nicht geantwortet hat, diese 10 Tage, habe ich Hilfe gebraucht. Und dann war Jasnero für mich da. Dankeschön auch dafür. Und KuchenTV war auch für mich da. Und Da Vinci war immer für mich da, also da kann ich gar nichts sagen. Ja. Aber ich sag's nochmal, Leute, nochmal und nochmal und nochmal. Bitte hört auf zu sagen, sie hat mein Geld gestohlen. Hat sie nicht. Aline hat nicht mein Geld gestohlen. Diese Schlange lässt dich nicht in Ruhe. Nein. Sie will halt nur Gerechtigkeit. Stell dir mal vor, du wirst ganze Zeit angezeigt wegen irgendwas, was du nicht getan hast oder beschuldigt. Und klar ist sie ausgeflippt, sie hat mich dann bedroht. Dazu sage ich nichts. Aber davor, stellt euch mal, sie war halt nur aggressiv, weil sie mein Geld nicht gestohlen hat, sondern das Konto wirklich gesperrt worden ist. Oh, ich habe so viele Anfragen. Vielleicht ist ja Alina mit drin. Nee. Nee. Ja, weil sie immer seine Scheiße baut. Kein Mensch interessiert sich für Aline. Leute, doch. Ihr müsst mal sehen, was der Hacker alles getan hat. Ich weiß nicht, wer der Hacker ist. Ich weiß es nicht, Leute. Ja, man hätte mich nicht bedrohen dürfen. Die Lara, da hast du recht, mein Schatz. Aber sie wusste nicht weiter.
Alles schön und gut. Wieso sollst du jetzt die Lügnerin sein, wie sie sagt? Du konntest mit der Lüge nicht leben. Jetzt sollst du sie die ganze Zeit in Schutz nehmen. Ach Leute, ich kann nicht mal richtig lesen. Nein, Leute. Ich habe es nur sein lassen, diesen großen Streit, weil mir das zu blöd war. Und jetzt sehe ich aber, wie sie darunter leidet, wegen einer Aussage. Ich sage nur eine Aussage. Und zwar, ihr Konto wurde gesperrt. Sie kann wirklich nichts dafür. Schatz, hilf mir. Alter, ist euch auch so warm? Oder ist nur wegen Corona mir so warm? Was denn? Wedel mal bitte kurz. Ja. Darf ich? Na klar. Schatz, da sind so viele Nachrichten, ich komme nicht nach. Ja, dann machen wir die halt einfach alle mal nach und nach. Aline weiß nicht mal, wie Gerechtigkeit buchstabiert wird. Leute, mir geht's nicht um den ganzen anderen Rest. Mir geht's nicht um den ganzen anderen Rest. Wir müssen mir auch langsam mit dir mitnehmen. Möchtest du schon? Akita Inu 17, ja, ich habe Corona. Oh, Schatz, es tut hier alles so weh. Ach, oh, tut es gut. Hast du gehört, wir müssen mal Ich finde es toll, dass ihr alle hier so viel über Aline wissen wollt. Dankeschön für alle, die gute Besserung schreiben. Und er würde eh nicht schmecken. Sandra raus. Ich habe den Krebs besiegt. Ich habe nur noch Nachfolgen. GVHD. Spender gegen Empfängerreaktion. Und deswegen habe ich so viele Nachwirkungen. Sabrina, du hast gesagt, was dir wichtig ist. Ja, aber ich will ja nicht, dass es jetzt irgendwie für Jasnero und Huchen-TV scheiße aussieht. Also ich sag nur, es geht darum, das Spendenkonto Schatz näher und fester. Ach, am Anfang es falsch verstanden haben. Ob ich schon essen oder trinken kann, nein. Ich kann, nein, Schatz, anders, anders. Ich kann weder essen, weder trinken. Ich kann nur eine Flüssignahrung zu mir nehmen. Ich zeige es mal. Da hängt alles. Ich meine, dieses Versuch. Alter, John hat geschrieben, Alter, warum fühlst du dich verpflichtet, das klarzustellen? Weil ich sehe, wie sie runtergemacht wird. Deswegen. Ja, vor allem, dass sie eigentlich nur was dafür kann, wofür sie runtergemacht wird. Ja, sie kann nichts dafür, bevor sie runtergemacht wird. Also sie hat kein Geld von mir gestohlen. Oh, ich muss aufs Klo. Das wird jetzt spannend. Ich zeige euch mal meinen Toilettenstuhl. So. Ich weiß nicht, ob man es gesehen hat. Ah. Wartet. Wo ist die Kamera? Geh mal weg von da, Schatz. Ja. So sieht der Toilettenstuhl aus. Ja, ich bekomme noch sehr starke Medikamente. Alles ist so trocken. Erzählt mal, habt ihr ein paar Fragen noch?
Wenn ja, stellt sie mal unten in der Fragefunktion. Währenddessen setze ich mich kurz aufs Klo.